dann fährt er jetzt hoch zu Erz 1, wird dann mit Erz beladen, fährt zu Erz 2, wird mit Erz beladen, fährt nach Hause und fährt danach wieder nach Öl. Guti, alles super. Außer, dass wir irgendwo wieder angegriffen werden. Aber das werden nur Mauern beschädigt, okay. So, Türme werden gebaut. Das mit der Radarschüssel könnte ein Problem werden. Weil Radaranlagen verbrauchen doch recht viel Strom. Und ich weiß nicht, wie gut da die paar Solarzellen hier gegen anstinkern können. Aber das gucken wir halt, wenn es soweit ist. Noch hält sich das hier alles. Da sind Fässer. Oh. Wir haben dezent viele leere Fässer. Wie schaut Öl aus? Ja. 750. Es wird weniger. Also die eine Fabrik schafft es schneller, Öl in Fässer zu kippen, als die drei Pumpjacks hinterherkommen. Und jetzt tu mir weh. Tu mir weh und sag, wir sind jetzt schon bei 0,8 bei dem Hauptding. 0,9. 0,6, 0,6. Okay, also alle drei haben schon 0,1 Liter. 0,1 Einheiten pro Sekunde weniger als vorher. Das heißt, spätestens in anderthalb, zwei Stunden sind die auf Null runter. Und dafür dieser Riesenakt. Das finde ich doch recht doof. Also die könnten das ruhig so machen, dass die Ölvorräte einen Ticken länger halten. Wobei, wenn wir jetzt noch ein, zwei von solchen Außenposten hätten, also Öl 2, Öl 3 irgendwo, dann hätten wir durchgehend ein geringes Einkommen. Und das sollte eigentlich reichen für alle unsere Bedürfnisse. Ja, es ist schon okay so. Aber es ist halt ein bisschen doof. Man freut sich so voll, ich habe eine neue Ölquelle gefunden und innerhalb von anderthalb Stunden ist die leer. Das ist in Real Life ja auch nicht so wirklich so. Huh? Du, wo sind meine Lasertürme? Da. Ich hätte gerne hier. Du stehst da falsch, da gehört eigentlich eine Mauer hin. Genau. Das Design ist komisch, aber ich habe damit jetzt angefangen, jetzt baue ich es auch so zu Ende. Gib ihm. Baum weg. Da noch rum. Ich glaube, wir brauchen dann auch hier noch einen Strommast, ne? Oh, gucken, ob alles klappt. Leere Fässer werden genommen. Volle Fässer werden reingeladen. Wie viele sind es denn? Ordentlich, ordentlich. Halb voll das Ding. Das macht irgendwie aber nur ein Ärmchen. Ja, weil es nur die eine Kiste ist. Also ist absoluter Overkill, was ich hier gebaut habe. Aber was soll's. Dahin. So. Fahrdurchzug. Ja, das hier brauchen wir auch alles nicht. Ich brauche hier so das Ganze. Das, ja, du dahin. Es war zwei Abstand. Zieh das einmal hier rum. Kuh. Du. So. Also, Strommast kommt, dann kommt Licht. Kuh. Dann kommt Licht. Dann kommt eine Mauer, dann kommen die Lasertürme, dann kommt die erste Mauerreihe. Und dann sind die Mauern alle. Gut. Haben wir noch Lasertürme, die wir dann davor stellen, obwohl wir keine Mauern haben? Nee. Gib mir zwei Lasertürme. Da. Da. Das ist unsere Verteidigungsanlage. Das ist nicht sehr beeindruckend. Ah, weg. Das war zu viel. So, auf der Höhe. Hier. Zack. Okay. Strom? Strom hält sich. Also es scheint so in der Form zu reichen. Wenn später ein Angriff kommt, haben wir bestimmt Probleme, aber momentan ist es erstmal okay. Man könnte immer noch nachträglich Solarzellen oder Akkus hinstellen. Theoretisch müsste ich jetzt noch ein Roboport hier aufstellen. Aber ehrlich gesagt sind mir 45 rote Chips momentan viel zu teuer.
Das können wir später irgendwann mal machen. Boah, ich bin auf jeden Fall erstmal froh, dass wir hier eine stetige, wenn auch recht schnell langsame Ölversorgung haben. Und ich glaube, der Satz macht sogar so Sinn. Wir haben schnell, also in kurzer Zeit, werden wir eine langsame Ölversorgung haben. Ja, passt. Okay. Das wird also alles so, werden wir nach und nach weiter ausbauen. Jetzt geht's wieder mal nach Hause, um wieder mal Rotchips einzusammeln, um hoffentlich einen Fusionsreaktor bald umbauen zu können. Ah ne, blaue Chips sogar. Blaue Chips könnten inzwischen sogar, glaube ich, schon auf uns warten. Zum einen haben wir keine Abnehmer für blaue Chips, das heißt, wir sind die einzigen Abnehmer. Und es wurden jetzt ja schon ein paar Lieferungen Öl hin und her geschickt. Zug in der Nähe? Nein. Es wurden schon ein paar Lieferungen Öl hin und her geschickt. Das heißt, es müsste genug Öl angekommen sein, um Lubricant herzustellen und Schwefelsäure. Da kommt das Öl, von dem ich gesprochen habe. Sehr gut. Blaue Chips, Batterien, ich werde befüttert, wie nichts Gutes. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Es fehlen trotzdem noch 18. Woran hapert's? An roten Chips. Hier, nimm. Meine letzten roten Chips bekommst du. Und hier kriegst du noch leere Fässer und volle Fässer und einen komischen Eisendraht und noch ein leeres Fass und eine Granate kriegst du auch und Holz. Willst du einen Buggy? Den will ich behalten. Oh, die Radaranlage habe ich vergessen. Ja, okay. Kriegst eine Power Armor, bitteschön. Genau, da kommen die roten Chips hin. Batterien sehe ich hier vorrätig, sogar recht viele. Das ist gut. Plastik, Plastik fehlt immer noch Schwefelsäure. Das heißt, wir können kurzfristig wieder das hier kappen. Das mache ich zwischendurch immer. Dann wird jetzt keine Schwefelsäure mehr hergestellt. Das heißt, langfristig haben wir wieder keine Batterien mehr, aber das ist langfristig. Jetzt haben wir es gerade kurzfristig. Und es kommt mehr von dem Petroleumgas bei den Plastikbarren an. Wodurch wir mehr Rotchips haben. Okay, okay. Was noch? Hm, 13 blaue Chips fehlen. Kann ich irgendwo noch rote Chips klauen? Wahrscheinlich nicht. Ich würde gerne alte Sachen zerlegen können. Du, gib her. Also zum Beispiel die Power Armor MK1, die ich habe. So, das ist nur der Filter. Rote Chips irgendwo. Oh, warte mal, wir hatten oben links noch die Fabrik für die roten Engines. Da könnte ich gucken. Obwohl wir das Ding echt nicht mehr... Genau, da. Das ist so sinnlos. Die müssen unbedingt viel mehr Rezepte einfügen für Lubricant. Weil momentan ist Schweröl echt so... Also ja, wir könnten Schweröl in Leichtöl umwandeln und Leichtöl wieder in Petroleum. Aber... wenn es schon eine Ressource gibt, dann müsste es dafür auch Abnehmer geben. Das heißt, du... Du brauchst ja keine roten Chips? Nee, brauchst du nicht. Beschränk dich, bitte. Danke. Ah, ein roter Chip, danke. Blauer Chip, danke. 10 Stück noch. Das kriege ich hin, das kriege ich hin. So. Wie viel Säure kommt hinterher? Wow. Ja, also wir haben jetzt gerade die Schwefelproduktion gekappt, damit wir mehr Plastik herstellen können für rote Chips. Wenn wir aber blaue Chips haben wollen, müssen wir es genau andersrum machen. Das heißt, wir müssten dann unsere Rotchip-Produktion sabotieren, damit unsere Blauchip-Produktion funktioniert. Aber blaue Chips brauchen rote Chips. Das ist echt abgefuckt. Gott. Das Problem haben wir hoffentlich bald nicht mehr. Die haben wir auf jeden Fall schon, ja. Also wir warten jetzt auf die restlichen blauen Chips. Dann bauen wir den zweiten Fusionsreaktor. Und dann müsste das eigentlich mit dem Jagen wesentlich besser hinhauen. Und dann werden wir losziehen in den nächsten Folgen und noch eine Ölbasis suchen. Das muss gar nicht die von mir vorhin geforderten 4 oder 5 haben. 3 wie hier drüben reichen völlig. Ah, piu piu. 3 reichen völlig, denn es sind halt 0,3 Einheiten pro Sekunde, die wir haben. Ist besser als 0,3 Einheiten pro Sekunde nicht zu haben.
Und dann ziehen wir halt so marodierend durch die Gegend, zerstören alle Basen in der Nähe, damit nichts mehr zu uns kommt. Und machen vielleicht einfach mal Trips in eine Richtung. Das heißt, wir laufen eine Folge lang in eine Richtung und decken die Karte auf und suchen irgendwas für uns sehr Cooles. Ich frage mich sowieso, wie das dann später funktioniert. Also wenn ich jetzt off-camera 5 Stunden lang nach Westen laufe und ich baue unterwegs überall irgendwelche Fabriken hin, dann muss das doch irgendwann anfangen zu laggen. Das ist, weil die ganze Welt ja durchgehend geladen wird. Das ist vollkommen komisch. Also irre gut programmiert. Scheint es zumindest für mich so. Oh, und 100 blaue Chips. Sehr gut. Artefakte fehlen. Ja, das lässt sich machen. Das dauert nicht lang. Machen wir hier ein Loch rein, machen wir hier ein Loch wieder zu. Lass uns hoffentlich nämlich von der Bahn überfahren. Wo hatten wir vorhin rumgeballert? Da, ne? Ja, ich glaube schon. Da hatten wir ja die Spawner alle bis auf einen gekillt. Und mussten nur die Flucht ergreifen, weil wir keine Munition mehr hatten. Und den mit dem Raketenwerfer rumgeschossen haben. Das war doof. Ja, Rocket Shooting Speed wird gerade nicht weiter erforscht, weil höchstwahrscheinlich die Latrinke fehlen. Das können wir dann später ausgleichen. Erstmal, Reaktor ist wichtiger. Ja, können wir noch bei dir vorbeischauen? Hallo, hallo. Wird weiter produziert und wir sind bei 0,8 pro Sekunde. Na gut, nutzen wir das aus, solange es noch läuft und dann ist gut. Da. Ich hoffe, ich habe es jetzt einigermaßen gut getimt, dass nicht gleich wieder Nacht ist. Aber es ist ja nicht weit weg. Und da liegt das Zeug schon auf dem Boden. Sehr gut. 6 Stück. 8 Stück, 14 Stück, 16 Stück, 19 Stück, wenn ich mich nicht vergucke. Mitkommen. 7 Stück fehlen. Da ist ein Spawner, das werden keine 7 Stück sein. Ja, es sind 6. Ein Alien-Artefakt fehlt. Da ist eine kleine Basis, aber ich denke nicht, dass ich die kleine Basis angreifen kann, ohne die... Oh, da ist noch eine Basis. Wie schaut die so aus? Okay, was soll's. Kein Kram weg. Ein Spawner weg. Ist das eine schöne Basis? Die nehme ich gleich mal. Gib ihm. Oh, wir sind fast in die nächste reingelaufen. Batterien sind fast alle, aber das hier ist ja nur ein Spawner. Das ist wie Fax. Und es wird dunkel. So, Fusionsreaktor. Den stellen wir mal her. Da warten wir auch drauf. Legen den gleich rein. Und dann kommen die Schulterdinger nämlich wieder zum Einsatz. Zick, zick. Bam. Es hat übrigens noch keiner in den Kommentaren geschrieben, ob die nicht zufällig wüssten, wie man die Dinger dreht. Also anscheinend geht das wirklich nicht. Das ist schade. Was wollte ich jetzt noch? Ach genau, ich wollte gucken, ob ich noch mehr von diesen Schulterraketen-Laser-Dingern bauen kann. Nee, braucht blaue Chips. Okay. Design. Jetzt, wir laufen jetzt da rein und gucken mal, wie es mit dem zweiten Fusionsreaktor ist. Jetzt sterben wir doof. Also, die Türme schießen länger. Schild regeneriert sich so schnell wie vorher auch, nur dass die Batterie länger hält. Ja, ist okay. Weg, 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 weg. Also definitiv mehr als genug Strom für noch 2 Schulterlaser. Das wird mein nächstes Ziel sein. Warte mal. So ist... Das ist alles doof. Ah. Ja, ist jetzt gerade doof für den... So. Okay.
können hier zwei noch rein. Ja, das geht sich nicht auf. Okay, planen wir dann wahrscheinlich hier noch einen Schulterlaser, da noch einen Schulterlaser und hier noch drei Schildgeneratoren. Oder zwei Schildgeneratoren und noch zwei Batterien. Ich glaube, das mit Batterien ist besser. Okay. Put. Mitkommen. So. Was nun? Munition hält sich noch. Destroyer-Kapseln wollen wir nicht. Schulterlaser brauchen blaue Chips. Eine Basis noch. Eine Basis noch, Mami. Dann gehe ich auch nach Hause. So. Das ist auch noch so eine Frage, die mir gerade einfällt. Was ist, wenn wir... Was machst du da im Wald? Ist wieder ein Scout. Wo sind hier alle so komisch rum? Dich mache ich auch kaputt. Also die Frage, die ich hatte. Was ist, wenn wir alle Basen in unserer Umgebung zerstören? Wobei wir jetzt ja recht gut, ne? Dauert nicht mehr lange. Dann können wir theoretisch gar nicht mehr angegriffen werden, oder? Oder kommen die vom Ende der Karte angelaufen? Soweit ich weiß, nicht. So wie ich das mitbekommen habe, greifen sie nur an, wenn sie im Smog-Radius sind. Ja. Der einzige Haken ist halt, die bauen neue Basen. Aber ich habe irgendwie den Verdacht, dass ich schneller Basen kaputt machen können, als die aufbauen. Weil wir inzwischen echt gut drin geworden sind, Basen zu zerstören. Ah, Schild regeneriert sich wie nichts Gutes. Spawn weg, Spawner weg, Würmer weg. Und das war eigentlich eine knackige Basis. Sehr gut. Zack, wie viel haben wir jetzt? 63 Stück. Okay. Rote Chips, nee. Also, To-Do-Liste, zwei Schilder MK2, zwei Schulterlaser, zwei Batterien MK2. Wobei die Batterien nicht ganz so wichtig sind, denn so wie ich das eben gerade gesehen habe bei den ganzen Testläufen da, ist das nie unter 50-60% gefallen. Weil einfach immer schnell genug nachproduziert wurde. Gucken wir dann. Also, wahrscheinlich... Zwei Schulterdinger, mindestens zwei MK2-Schilddinger und dann eventuell noch zwei Batterien. Wenn die zwei Batterien nicht, dann noch ein Schild extra. Und dann sind wir besser als jetzt und super equipped eigentlich. Ich glaube, es geht dann nicht mehr besser, ne? Also es gibt keine besseren Türme oder dergleichen. Was sagt die Forschung? Es gibt noch eine Discharge-Defense-Einheit. Die braucht 3x3 Slots. Die könnte man eigentlich noch testen. Die kostet nur 100 Forschungspunkte. Ist also sehr gut machbar. Ja, müssen wir mal Auge drauf haben. So, erstmal hier rein. Gucken, wie es bei den blauen Chips so läuft. Ein paar kommen schon an. Dich könnten wir gleich bauen. Zwei von euch könnten wir bauen. Alles gut. Ja, also Plan für die nächsten Folgen, wie gesagt. Die Sachen bauen, die ich eben gerade aufgelistet habe. Basen töten, neue Stelle finden, wo wir einen Öl-Außenposten bauen können. Und dann, wenn wir irgendwann genug regelmäßig Öl haben, unsere Chip-Produktion weiter ausbauen. Also rote Chips, blaue Chips. Und wenn wir das haben, dann können wir uns dran machen, das Spiel zu beenden. Also bis denn.